führen wir die Plattform aus. Im geöffneten Fenster geben wir den Benutzernamen und das Passwort ein, die wir nach der Registrierung des kostenlosen Zugriffes bekommen haben. Nach Wunsch können wir den automatischen Plattformstart aktivieren. Dann braucht man keinen Benutzernamen und kein Passwort mehr einzugeben. Optional kann man auch das Passwort speichern. Klicken wir Login. Im geöffneten Fenster verfügen wir auf die standardmäßige Liste der Instrumente. Im Fenstersymbol kann man die Instrumente hinzufügen. Wählen wir Ticker aus. Den Ticker können wir später auf die für uns bequeme Stelle verschieben. Um das Chartfenster zu öffnen, klicken wir auf die Taste Chart auf der Systemsteuerung. Jetzt kann man mit einem Klick auf der Liste der Instrumente zwischen den Diagrammfenstern der verschiedenen Instrumenten wechseln. Um das vollständige Diagrammfenster aufzumachen, klicken wir im Bereich Component auf Chart, wählen wir die Ticker aus, bestimmen wir den Chart-Typ, Timeframe und klicken wir Apply. Um das zweite Chartfenster zu eröffnen, kann man einfach das aufgemachte Diagrammfenster klonen. Setup, Clone Window. Jetzt wird das zweite Chartfenster geöffnet.